Stellen Sie sich einmal vor, ein naher Mensch, der wirft Ihnen beim Streit vor, du siehst diese Sache doch viel zu eng, niemand reagiert so empfindlich wie du, frag dich einfach mal, was mit dir bloß los ist. Ist Ihnen klar, dass es sich bei diesem Angriff um psychische Gewalt handelt? Ist Ihnen klar, dass Sie gerade vielleicht von einem Narzissten durch Gaslighting manipuliert worden sind? Und wissen Sie überhaupt, was Gaslighting ist? In diesem Video, da werde ich Ihnen ganz genau verraten, an welchen Warnsignalen Sie Gaslighting erkennen, was ein Narzisst damit beabsichtigt und vor allen Dingen, wie Sie sich dagegen effektiv zur Wehr setzen. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Buchautor und Karriereberater. Am Ende dieses Videos, da werde ich Ihnen eine unglaublich schlagfertige Antwort verraten, mit der Sie den gerade gehörten Angriff des Narzissten abwehren können. Es ist eine Antwort, die der Narzisst so schnell nicht vergessen wird, eine Antwort, die ihm eine Lektion erteilt. Vorher ist es wichtig, dass Sie begreifen, was hier gerade zwischen Ihnen und dem Narzissten passiert. Der Begriff Gaslighting als Wort für psychologische Manipulation, der stammt aus dem Jahr 1938. Der britische Dramatiker Patrick Hamilton, der brachte das Thema in seinem Theaterstück Gaslight auf die Bühne. Gaslighting, das bedeutet, ein Narzisst, der redet Ihnen ein, dass mit Ihnen etwas nicht in Ordnung ist. Sie sollen an sich selber zweifeln, und zwar an Ihrer Wahrnehmung, an Ihrem Geisteszustand, an Ihrer ganzen Persönlichkeit. Sie sollen den Fehler, den der Narzisst oft selber begeht oder heraufbeschwört, Sie sollen diesen Fehler bei sich selber suchen, in Ihrem Denken und in Ihrem Verhalten. Gaslighting bedeutet, Ihr Ego, das wird geradezu ausgewischt, das wird wegradiert, das wird für nichtig erklärt. Darum ist Gaslighting eine sehr schlimme Form von psychologischer Gewalt, eine Art Seelenmord. Und Sie müssen, ja, Sie müssen unbedingt sich rechtzeitig dagegen zur Wehr setzen. Denn sonst kann etwas Schlimmes passieren. Sonst kann es passieren, dass Sie nicht nur unter die Räder dieses Narzissten geraten, sondern dass Sie gar in eine Depression oder im Wahnsinn enden. Viele Opfer, die tragen eine posttraumatische Belastungsstörung davon und das ist wahrlich schlimm. Klingt dramatisch in Ihren Ohren? Es ist dramatisch, denn bedenken Sie, Gaslighting, das passiert in der Regel nicht nur einmal, sondern es passiert immer und immer wieder. Und der Mensch, der Sie auf diese Weise manipuliert und einschüchtert und klein macht, das ist ein ganz naher Mensch. Das kann Ihr Partner sein, das kann Ihr Freund sein oder das kann auch Ihr Chef sein. Und wenn dieser Mensch Ihnen immer wieder den Eindruck vermittelt, dass mit Ihnen etwas nicht stimmt, dann hüllt dieser stete rhetorische Tropfen natürlich Ihre Seele aus. Dann glauben Sie es eines Tages selbst. Und dann in diesem Moment hat der Narzisst genau das erreicht, was er erreichen wollte. Sie fühlen sich schuldig, Sie fühlen sich minderwertig und er, der sich in Wirklichkeit miserabel verhält, er ist ganz fein raus. Am Ende dieses Videos, da bekommen Sie meine beste Antwort verraten, wie Sie sich schon in einer sehr frühen Phase des Gaslightings, wie wir es ja gerade am Anfang dieses Videos gehört haben, wie Sie sich schon da zur Wehr setzen. Vorher möchte ich Sie gegen die unterschiedlichen Erscheinungsformen des Gaslightings wappnen. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, von denen Sie etliche bestimmt schon an sich selber oder aus den Erzählungen naher Menschen erlebt haben. Zum Beispiel unterstellt Ihnen der Narzisst, Sie hätten etwas getan, was Sie aber gar nicht getan haben. Das kann dann zum Beispiel so klingen. Mensch, jedes Mal, wenn du Nein zu mir sagst, dann setzt du dieses zynische Grinsen auf. Du trägst die Verachtung für mich doch geradezu in deinem Gesicht und das provoziert mich hier ungemein. Anders gesagt, wenn er Ihnen jetzt eine Abreibung verpasst, der Narzisst, ob verbal oder körperlich, dann liegt es natürlich nicht an ihm, dem Narzissten, sondern Sie haben ihn durch Ihr Verhalten dazu provoziert. Durch ein zynisches Grinsen, das allerdings gar nicht stattfand. Aber wenn Sie das oft genug hören, immer wieder und wieder, dann werden Sie es eines Tages glauben, dass Sie zynisch grinsen und dass Sie den anderen provozieren. Sie werden den Fehler bei sich suchen
Und ich erkläre Ihnen gleich noch, warum wir alle dazu neigen, die Schuld auf die eigenen Schultern zu nehmen, statt die Realität zu erkennen. Oder ein weiteres Beispiel für Gaslighting. Sie sagen dem Narzissten, dass Ihnen eine Idee von ihm nicht gefällt. Und er interpretiert Ihren Widerspruch so um, dass Sie ganz schlecht dastehen. Zum Beispiel sagt der Narzisst zu Ihnen, du bist wirklich der neidischste Mensch, den ich kenne. Du widersprichst mir ja nur, weil dir die Idee selber nicht eingefallen ist. Denk einfach mal über dein armseliges Verhalten nach. Und wenn Sie solche Sätze oft genug hören und noch dazu ein anständiger und ein einigermaßen selbstkritischer Mensch sind, dann werden Sie sich erst fragen, bin ich denn wirklich neidisch auf ihn, wirklich neidisch auf diesen Menschen? Aber dann, wenn Sie es 100-mal gehört haben, dann wird sich diese Wirklichkeit in Ihrem Kopf absetzen. Sie kommen sich einfach neidisch vor und Sie haben dann heimlich das Gefühl, dass Sie dem Narzissten nichts gönnen, obwohl es vielleicht ganz anders ist. Und dass Sie ihn damit provozieren, obwohl es vielleicht ganz anders ist. Und jetzt noch ein Beispiel für Gaslighting, wie es Ihnen bestimmt schon begegnet ist. Der Narzisst brüllt Sie an, dass die Wände wackeln. Oder er verwendet schlimme Schimpfwörter. Oder er macht eine sehr gemeine Geste. Und nun sagen Sie etwas später zu ihm zum Beispiel, du hast mich gerade wahnsinnig angeschrien. Oder Sie sagen, du hast mich einen Totalversager genannt, weil beides auch passiert ist. Und was tut er, wenn er Gaslighting betreibt? Er sieht Sie mit großen Augen an und sagt in einem todernsten Ton, ich habe überhaupt nicht geschrien. Ich habe sogar auffallend leise gesprochen. Was ist bloß mit dir los, dass du alles so übertrieben empfindlich wahrnimmst? Oder er sagt, Totalversager? Dieses Wort, das würde ich niemals in meinen Mund nehmen. Merkst du denn nicht, dass das alles nur in deinem Kopf geschieht? Merkst du denn nicht, dass du dich selbst für einen Versager hältst und deshalb denkst, ich hätte es zu dir gesagt? Wird Ihnen klar, welches Muster der Narzisst verfolgt? Er will Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes Ihr Selbstbewusstsein rauben. Sie sollen nicht mehr glauben, was Sie sehen. Sie sollen nicht mehr glauben, was Sie hören. Sie sollen nicht mehr glauben, was Sie fühlen. Sie sollen das Gefühl vermittelt bekommen, bei Ihnen läge, um es mal flapsig zu sagen, eine geistig-seelische Betriebsstörung vor. Und er, der Narzisst, er sei nicht der Verursacher dieser Störung, sondern womöglich der Klempner, der diese Störung behebt. Es ist ein äußerst gemeines, es ist ein sehr perfides Spiel. Und bevor ich Ihnen sage, warum auf dieses Spiel so viele Menschen reinfallen, sogar intelligente Menschen reinfallen und mit welcher perfekten Antwort sie sich gleich zu Beginn wehren können, vorher möchte ich Ihnen noch die kriminellste Variante des Gaslightings vorstellen. Der Narzisst belässt es bei dieser Variante nicht dabei, ihre psychische Wahrnehmung zu manipulieren, sondern er beginnt mit etwas Weitergehendem. Er beginnt damit, Dinge in ihrer Wohnung oder in ihrem Umfeld heimlich hinter ihrem Rücken zu verändern. Zum Beispiel dreht er den Herd an und sagt dann, wenn es fast zur Katastrophe kommt, zu ihnen, du bringst wirklich alles durcheinander, nicht nur in unseren Gesprächen, sondern auch im Haushalt. Du warst zuletzt am Herd und du hast ihn angelassen. Wenn du so weitermachst, dann bringst du uns noch um. Oder der Narzisst lässt ein wichtiges Dokument von ihrem Schreibtisch, wo es gerade noch war, verschwinden. Sie haben ihm dieses Dokument kurz zuvor noch gezeigt. Er hat drauf geschaut und jetzt sagt er, du hast mir das gezeigt. Glaub mir, du hast mir gar nichts gezeigt. Da lag wirklich kein Zeugnis. Du musst mal zum Arzt gehen. Oder der Narzisst gibt unter ihrem Namen eine große Bestellung im Internet auf und behauptet dann, wenn der ganze teure Kram zu ihrem Entsetzen geliefert wird, natürlich hast du das bestellt. Du hast mir doch neulich noch von der Bestellung erzählt. Und jetzt sage ich Ihnen, warum das Ganze so gut funktioniert, ehe ich Ihnen meinen besten Abwehrsatz gegen Gaslighting verrate. Es funktioniert so gut,
weil sich unser Selbstbild aus vielen kleinen Puzzlesteinen zusammensetzt. Jede Rückmeldung, die wir im Laufe der Tage von einem anderen Menschen bekommen, die ist ein solcher Puzzlestein, aus denen unser Selbstbild entsteht. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, ein Mensch, der Ihnen sehr nahe steht und damit auch Macht über Sie hat, der gibt Ihnen immer wieder das Signal, du bringst alles durcheinander. Du bist übertrieben empfindlich. Und jetzt liefert er Ihnen auch noch scheinbare Beweise. Sie haben ihn brüllen hören, den anderen, aber er hat angeblich gar nicht gebrüllt. Sie müssen sich täuschen. Sie haben ihn zynisch angegrinst. Sie haben zwar nichts davon gemerkt, aber er sagt es, also muss es so sein. Sie haben den Herd angelassen, obwohl Sie meinen, ihn ausgeschaltet zu haben, aber er war ja an, also muss es so sein. Und Sie bestellen Dinge, obwohl Sie sich nicht daran erinnern können, aber die Lieferung beweist es ja. Und das passiert jeden Tag, das passiert jede Woche, das passiert jeden Monat, das passiert immer wieder. Dann ist es ganz natürlich, dass Sie eines Tages glauben, es muss wohl so sein, mit mir ist etwas nicht in Ordnung. So wie ein Kind, dem man lange genug einredet, dass es dumm ist, dumm ist, dumm ist, sich irgendwann auch dumm fühlt und irgendwann auch dumm verhält. Genau das erreicht der Narzisst bei Ihnen. Er schleudert Sie zurück in einen Zustand einer kindlichen Abhängigkeit. Und Sie sind abhängig natürlich von ihm, von seinem Urteil, von seiner Gnade. Und genau diese Macht über Sie, um die geht es ihm nämlich. Denn Narzissten, die sind tief innen unsichere Menschen. Die fühlen sich nur dann wohl und nur dann groß, wenn sie andere so richtig klein machen oder klein halten können. Und weil Narzissten perfide Menschen sind, ziehen sie oft noch andere Leute aus ihrer Umgebung in dieses Spiel ein. Zum Beispiel erzählen sie in ihrer Familie und in ihrem Freundeskreis herum, dass sie, die Narzissten, zutiefst besorgt sind um sie, weil sie alles zum Beispiel durcheinander bringen, den Herd anlassen, so überempfindlich sind. Und schon schauen sie ihre vertrauten Menschen durch eine gefärbte Brille an und sie suchen gezielt Zeichen an ihnen, die zum Beispiel ihre Überempfindlichkeit beweisen oder ihre geistige Verwirrung. Und weil sie das womöglich spüren, dass sie so kritisch angeschaut werden, werden sie tatsächlich auch gegenüber diesen Menschen unsicher. Und so kann das, was ihnen der Narzisst zuerst zu Unrecht unterstellt, so kann das tatsächlich eintreten, dass sie Dinge durcheinander bringen oder überempfindlich reagieren. Das ist ein systemischer Teufelskreis, wie man das in der Psychologie nennt, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und jetzt kommt mein versprochener Satz. Was können Sie tun, wenn Sie merken, dass jemand Gaslighting mit Ihnen betreibt? Erstens, nehmen Sie sich die Zeit, sich zu sammeln. Reagieren Sie nicht zu schnell. Zweitens, sagen Sie dem anderen, dass Sie ihn durchschauen. Und der dritte Punkt, der ist auch wichtig, bekräftigen Sie, dass Ihre Wahrnehmung richtig ist. Das klingt dann zum Beispiel so, Sie hätten das auch auf die eingangs geschilderte Äußerung sagen können. Wenn du noch einmal versuchst, meine Wahrnehmung zu manipulieren, dann breche ich unser Gespräch an dieser Stelle ab. Ich weiß genau, was ich tue, was ich sage und was ich fühle und ich lasse mir von dir nichts anderes einreden. Hör sofort auf damit, verstanden? Nach dieser eindeutigen Aussage, da weiß der Narzisst, dass er mit seinem Gaslighting bei Ihnen nicht landen kann. Und wenn er es dennoch noch einmal versucht, wiederholen Sie Ihre Aussage. Denn das, was der Narzisst kann, das können Sie auch durch wiederholtes Aussprechen einer Wirklichkeit, eine Wirklichkeit zu manifestieren. Probieren Sie das aus und schauen Sie unbedingt noch mein Video, wie Sie einen Narzissten perfekt stoppen können. Ich verlinke es Ihnen in der Infobox und auch unter diesem Video. Und wenn Sie jetzt Selbstvertrauen tanken wollen, auch für den Umgang mit Narzissten oder anderen schwierigen Menschen, dann nutzen Sie gern mein Personal Power Paket. Das sind 3 große Videokurse, mit denen ich Sie über 30 Tage begleite. Einen schenke ich Ihnen komplett und einen anderen zur Hälfte. Schauen Sie da gerne rein. Link wieder oben in der Infobox und unter diesem Video. Und ich freue mich jetzt so richtig, wenn Sie meinen Kanal mit Glocke abonnieren. Dann kriegen Sie beim nächsten Video Nachricht. Ich werde auch wieder Videos über Narzissten veröffentlichen. Ich freue mich auf Sie. Ihr Martin Wehle.